Hallo und herzlich willkommen. Wieder Mittwoch und wieder Zeit für Klartext. Ich zeige euch jetzt gleich anhand eines echten Beispiels, wie ich mit einer Mini-Veränderung an einem Video alles andere ist gleich geblieben. Gleiche Länge, gleicher Schnitt, gleiche Audio. Nur eine kleine Veränderung habe ich gemacht. 50% mehr Leute haben das Video bis zu Ende angesehen, aufgrund dieser einen kleinen Veränderung. Und das zeige ich euch gleich. Aber mein heutiges Mittwochsvideo ist nicht nur ein Video, wo ich anhand eines Beispiels zeigen möchte, wie man Conversions oder bessere Ergebnisse erzielt durch Testing. Ich möchte heute mit meinem Video ein Plädoyer für mehr Testing machen. Denn die meisten Kunden, die ich habe, machen den gleichen Fehler immer wieder. Die machen eine Kampagne mit drei Werbemitteln und diese drei Werbemittel, die bleiben im Laufe der Kampagne unverändert. Da passiert nichts. Am Ende von 2 Monaten Kampagnenlaufzeit werden sich dann die Ergebnisse angesehen und okay. Aber was ist mit der laufenden Optimierung innerhalb der Kampagne? Oft sind es Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob ich ein paar Prozent mehr habe, 20, 30. Und ich zeige euch jetzt in meinem Beispiel gleich, dass ich sogar mit einer kleinen Veränderung in einem Video 50% mehr Leute dazu bekommen habe, sich das Video bis zu Ende anzusehen. Und insofern hat mein heutiges Klartext-Video 2 Botschaften. Zum einen, Leute, testet mehr, und ich zeige euch jetzt, bleibt dran, in wenigen Sekunden geht's los, wie man mit einer Kleinigkeit schon tolle Veränderungen erreichen kann. Bis gleich! So, und hier sind die beiden Videos. Wie ihr erkennen könnt, hat das Video hier mehr Impressions. Mit diesem Video habe ich angefangen und habe dann zu einem späteren Zeitpunkt dieses Video, was letztlich nur eine Modifikation hat. Ihr seht, die Laufzeit ist exakt gleich, der Sprecher exakt gleich, alles genau gleich. Eine kleine Änderung habe ich da gemacht und das Ergebnis, auf das ich abziele, ist, dass sich die Leute das Video eben halt bis zu Ende ansehen. Und wenn man sich das hier mal ansieht, Video played to 100%, also 9,9, sagen wir 10% haben sich das Video zu Ende angesehen und das andere Video hier, das modifizierte 16. Hier reden wir sogar über 60%, ne? Also 10 von 100 sehen sich das Video bis zu Ende an, was übrigens schon viel ist. Und hier sind es 16 von 100, was einer Steigerung von 60% entspricht. So, und der einzige Unterschied ist hier, diese grafische Unterstützung des Audiotextes, also des gesprochenen Textes, den ich an 2 Stellen für jeweils 5-6 Sekunden eingebaut habe. Das ist alles. Ansonsten unterscheiden sich diese Videos nicht. Weder Sprechertext noch Videoschnitt noch Länge. Alles gleich. Das Einzige, diese Untermalung, Unterstützung, visuelle Unterstützung des Audiotextes. Und das führt dann hier zu so einem Ergebnis. So. Wie eingangs aber gesagt, ich will jetzt nicht nur mit diesem heutigen Mittwochs-Klartext-Video sagen, hey, mach doch das in eurem Video. Da kommt es mir gar nicht drauf an. Mir kommt es darauf an, dass ihr versteht, dass im Online-Marketing Kleinigkeiten einen unheimlichen Ausschlag haben können und ihr das nur rausfindet, wenn ihr agil seid, wenn ihr testet, wenn ihr ausprobiert. Und das machen wenige. Ich meine, vom Grundsatz her, dass man, wenn man jetzt so eine Videokampagne macht, die nach unterschiedlichen Zielen ausrichten kann, hier zum Beispiel Thema, Zielgruppe, guckt euch das mal an, ja. Die Viewrate im Thema ist viel höher als Zielgruppe. Also im Grunde könnte ich diese Anzeigengruppe hier schon fast pausieren. Mache ich auch. Ja, und mein Geld eben in diese
Ausrichtung hier investieren. Das ist ja auch eine Form des Testings, dass man hier verbirgt das gleiche Werbemittel hinter. Ja? Aber das ist ja auch eine Form des Testings, dass man eben einfach hingeht, unterschiedliche Ausrichtungsformen hier auswählt, das eine Zeit laufen lässt und dann eben schaut, okay, wie komme ich mit meinem Budget hin? Und wenn das knapp ist, dann nehme ich halt die Ausrichtungsform, die mir hier die besseren Ergebnisse liefert. Unabhängig davon spielt natürlich eben dann auch, wie ihr hier gerade gesehen habt, das Creative eine Rolle. Und beim Creative sind die meisten, ehrlich gesagt, ein bisschen faul. Die testen 2, 3 Creatives und dann war's das. Und ihr habt hier an dem Beispiel gesehen, was für einen Riesenausschlag eine Mini-Änderung geben kann. Insofern mein Plädoyer für mehr Testing. Leute, und wenn euch mein Video gefallen hat, bitte vergesst nicht, es zu teilen und meinen Kanal zu abonnieren. Danke für eure Aufmerksamkeit.